Florian Fritzmann, am Ziel deiner Wünsche? Ja. Eindeutig? Also, ganz eindeutig, ja. Ja. Deutscher Einzelmeister, wie fühlt sich das für dich an? Noch ein bisschen unbeschreiblich. Du hast ja auch in der Bundesliga sehr ordentliche Ergebnisse geliefert. Du bist sicherlich auch mit der Zielstellung hergekommen, den Titel zu holen. Du warst im vergangenen Jahr schon Vizemeister. Knapp dran, ja. Ziel ist es, ich glaube, für alle, wo da teilnehmen, deutscher Meister zu werden. Aber der Weg ist extrem weit, jedes Mal. Qualifikation und dann Mann gegen Mann und jetzt ein Vierersystem. Was kannst du am meisten abgeben? Ja gut, das Mann gegen Mann ist das Wichtigste. Ist für mich auch persönlich mit am besten. Weil es ist einfach schön, das macht den Kegelsport interessant. Und gutes Bundessystem, deswegen so, ich bin eher der Gegner davon, weil man es nicht selbst beeinflussen kann, weil du auf drei Gegner schauen musst und nicht nur gegen deinen Gegner direkt. Aber ansonsten ist in Ordnung, ist ein bisschen viel, aber. Naja, du sparst aber 120 Wurf, weil das Halbfinale. Ja, klar, aber es wäre trotzdem interessanter, wenn es dann wirklich bis ins Finale Mann gegen Mann ist, schon trotzdem irgendwo interessanter. Wann hattest du das sichere Gefühl meistens? Schwer zu sagen. Eigentlich erst auf der letzten Bahn, so nach 20 Uhr, weil ich dann gesehen habe, dass der Daniel nicht so gut zurechtkam und ich wusste, ich muss nur einen hinter mir lassen und dann langt es von dem Boden her. Da wusste ich es dann. Nun bist du in dieser Saison auch viel mehr Diskussion gewesen. Es geht immer wieder um die deutsche Meister, die deutsche Nationalmannschaft. Wir haben uns ja beide auch schon in Wettenheim mal unterhalten gehabt. Bleibt es dabei? Du bist also prinzipiell bereit für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen? Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt dieses Jahr eigentlich eine unnötige Diskussion, weil ich dieses Jahr von mir selbst aus privaten Gründen abgesagt habe, also familiäre Gründe abgesagt habe und ich habe es eigentlich nicht verstanden, dass das dann wieder so öffentlich gemacht wurde. Aber es ist jedes Jahr dasselbe. Man kann dem Team nicht böse sein oder den Herrn Dottescher, der hat ja eigentlich alles richtig gemacht, wenn man es jetzt sieht, was für ein Erfolg sie gehabt haben. Aber vielleicht sollte man trotzdem auch anderen mal den Chancen geben, weil in 10 Jahren sind dann die jetzigen nimmer so da vielleicht und dann kommen halt die Jungen nach. Deswegen vielleicht mal die Chance geben. Und an dir soll es nicht liegen? Nö, klar, auf jeden Fall. Ne? Wenn Timo Hoffmann anruft, dann ja, du Zeit hast. Bin ich da. Muss ja auch vom Beruf her funktionieren. Ja, gut, das ist ja das Wichtigste erstmal. Du musst ja für eine WM 2 Wochen Urlaub nehmen. Für die Vorbereitung brauchst du immer wieder Urlaub. Also es geht dann eigentlich der ganze Urlaub nur dann für das Kegel-WM oder für die Vorbereitung drauf. Das ist schon trotzdem schwer. Wenn man auf die Schnittliste guckt, ist ja Bamberg sehr wild vertreten. Wann seid ihr ein heißer Meisterschaftsanwärter oder Konkurrent gegen Zermatt? Schlagen könnt ihr sie, das habt ihr schon bewiesen. Aber am Ende der Saison haben sie immer die Nase vorne. Ja gut, sie sind in der Breite sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Und die Distanz von der Saison ist eben extrem lang. Und da sind sie einfach so, haben sie so große Klasse in der Mannschaft, dass sie andere Spiele, wo vielleicht Mannschaften nicht gewinnen, wo sie dann noch gewinnen. Deswegen wird auf dem Platz immer Meister. Wir Meisteranwärter, es ist sehr, sehr schwer. Auf die Saison gesehen, Zerbst zu schlagen, ist wirklich hart. Sehr hart. Aber du fühlst dich in Bamberg wohl. Ja, klar. Das ist deine Heimat. Und das ist mein Jugendverein, Heimatverein, bin ich groß geworden. War nur mal 2 Jahre in Breitengüßbach, so mal woanders. Fühle mich pudelwohl. Ja, dann freue ich mich auch nochmal mit dir dieses Gespräch führen zu können. Gratuliere dir ganz herzlich zur deutschen Einzelmeisterschaft. Danke. Ja, das war auch ein großes Ziel, heute Erster zu werden, weil jetzt habe ich international Einzelmeisterschaft. Wo findet der eigentlich statt? Weiß ich gar nicht. Gar keine Ahnung? Nein, noch keine Ahnung. Okay, gut, dann werden wir mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja, vielleicht sehen wir uns. Dankeschön. Danke. Tschüss.